Moin und grüß Gott und Buongiorno aus dem Zimmer 816 des NH Collection Hotels in Milano in Italien. Nach drei wunderschönen Tagen in der Schweiz bin ich auf dem Rückweg nach München jetzt hier angekommen und werde mir noch Mailand anschauen. Und ja, habe hier ein kleines Zimmer im NH Hotel bekommen. Schauen wir gleich mal nach dem Eingang nach links in das Bad hinein. Dort sehen wir Badewanne mit Dusche, einen schönen beleuchteten Spiegel, Kosmetikspiegel, Waschbecken, die üblichen Amenities, Bademantel, Bidet, Toilette, Telefon dazu, wer das braucht im Notfall. Und ja, dann haben wir hier im Zimmer schon mal meine Sachen etwas abgelegt. Einen schönen Schreibtisch mit einem Fernseher, großer Flatscreen, mit einer kleinen Couch und einem großen Bett mit einer sehr angelegenen Art von Nachttischlampe, nämlich oben drüber. An den Seiten ist nichts, auch mal was Neues, habe ich so noch nicht gesehen. Ja, großes Bett. Und dann schauen wir hier noch in den Schrank, da hängt schon mal meine Jacke, Licht geht an, das ist gut. Und da ist der Tresor. Und dann haben wir hier noch Kaffeemaschine, kleine Knabbereien, Minibar, alles was das Herz begehrt. Da ist noch ein Wasserkocher. Ja, schön. Für eine Nacht und einen Stadtbesuch von Mailand ist das doch in Ordnung. Das NH Collection zeichnet sich ja besonders dadurch aus, dass es etwas besser als die üblichen NH Hotels ist. Ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zum Standard NH, aber dieses Haus liegt genau in der Mitte der Stadt. Heute ist hier irgendwas los. Allianz Global Investors gleich gegenüber, sehr schön. Das interessiert natürlich auch deutsche Zuschauer. Heute ist irgendeine Art von Manifestation in der Stadt, weshalb alles rund um den Dom gesperrt ist. Man kommt nirgendwo richtig durch. Und ich bin jetzt gespannt, wie ich in der Stadt weiter durchkomme. Und morgen früh geht es dann zurück nach München. Ja, das hier mein schneller Gruß aus dem NH Collection Il Presidente in Milano, in Mailand. Ciao, grazie und auf bald.